Durch das voranschreitende Insektensterben reduziert sich die natürliche Nahrungsquelle unserer heimischen Vögel drastisch. Die Vögel hatten so im Herbst wenig Chancen, sich notwendige Reserven anzufressen und sind daher auf zusätzliche Hilfe angewiesen. Der NABU empfiehlt daher, für die Vögel in Gärten Futter in Form von Meisenknödeln und Futterhäuschen anzubieten. Bei Vogelhäuschen sollte darauf geachtet werden, diese regelmäßig zu säubern, da sich sonst Krankheiten ausbreiten können. Außerdem sollten sie von Sträuchern und anderen Ästen etwas geschützt sein. Der bekannte Ornithologe Professor Peter Berthold empfiehlt übrigens, unsere heimischen Vögel das ganze Jahr mit Futter zu unterstützen. Im Sommer müssen die Vögel richtig hart arbeiten, von morgens 4 bis abends 10 Uhr. Rumfliegen, Junge füttern, fliegen, Futter sammeln und so weiter, was immer schwieriger wird. Wenn die ihr eigenes Futter an der Futterstelle holen können, in Form von Fett aus Meisenknödeln, dann haben sie das Kerosin, was sie brauchen, um damit fliegen zu können, und können die wenigen Insekten, die sie bei uns noch finden, an ihre Jungen füttern und bringen die eventuell durch. Wer einen Balkon hat, kann dort übrigens ebenso ein Futterhäuschen aufstellen.